Herr Lieberberg, ein kleines Zwischenfazit jetzt vom heutigen Tag bis jetzt. Wie läuft's? Ja, das ist ja nicht der erste Tag für mich, es ist der vierte Tag für mich. Und ich denke, es hat sich eingegroovt. Es gab ein paar Probleme im Bereich Campingkapazitäten, da mussten wir nachjustieren. Das haben wir getan. Das ist geschehen, sehr unkonventionell, in einer Nacht ohne Nebelaktion. Und wir haben einfach 40 Hektar von sehr, sehr liebenswerten Bauern noch dazu bekommen, die sich um das Gelände schmiegen, sozusagen organisch angeschlossen. Das haben wir getan, Problem erkannt, Problem beseitigt. Was die Musik angeht, begeistert. Begeistert über das Feedback. Ich glaube, der reine Festivalplatz ist meisterlich. Das muss ich einfach auch als Beobachter und als Veranstalter sagen. Das gibt es nirgendwo in Europa. Bühnen in dieser Qualität, mit dieser Infrastruktur, mit diesen Video Walls, Verzögerungstürmen. Das kann kein Fan irgendwo erleben. Und ich denke, das macht auch immer Rock am Ring aus. Diese überragende Qualität, nicht nur des Programms, die Bereitschaft auch, sich einzulassen auf alle möglichen Musikströmungen, nicht stur irgendetwas zu propagieren, was der Fan sowieso nicht nachvollzieht, sondern in die Breite zu gehen, alle Sparten zu berücksichtigen. Und insofern bin ich sehr, sehr glücklich gewesen, als ich heute auf der Bühne war, diese Resonanz, diese Liebe auch erlebt habe. Und dieselbe Liebe habe ich auch auf den Campingplätzen erlebt, als ich dort war. Und ich bin in dieser Hinsicht sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich und auch etwas entspannter. Fehlt der Ring Ihnen denn trotzdem ein bisschen? Nein, der Ring ist da geblieben. Der Ring ist hier. Wissen Sie, der Ring, das war eine Phantomdiskussion. Die Fans haben diese Diskussion überhaupt nicht nachvollzogen. Es war eine Mediendiskussion. Es war eine sozusagen auch eine von außen hineingetragene demagogische Diskussion, weil der Ring war immer die Bands, der Soundtrack.